Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Punch Club 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir haben Rohrschacht das letzte Mal besiegt, weil jemand bei uns eingebrochen ist. Und das war halt natürlich genau er. Und ja, was soll man sagen? Halt nicht gerade der Beste, ne? Onkel Barry, wir müssen immer halt noch nach oben kommen. Ne? Das eine ist natürlich, wir müssen die ganze Zeit trainieren. Das andere ist, wir müssen mit der Mutter reden wahrscheinlich. Gehen wir hier hin. In einer Stunde können wir uns beim Kampf anmelden. Okay, Bonbons hat sie mal gefressen, hat nicht. Machen wir schnell zu schlafen, sehr schön. Gehen wir mal zu Henrys Haus. Hat er vielleicht doch nochmal eine neue Kassette für uns? Offenbar nicht. Es gibt doch nur noch einen Film offenbar, okay. Gehen wir mal zu Apus. Ja, eine Stunde 50, ja. Der nächste Kampf steht an. Yay. Habe ich ja so einen Bock drauf. Wir kämpfen nämlich gegen unseren Braveheart Tiny. Ich habe so die Befürchtung, das wird kein einfacher Kampf, weil er ist definitiv besser bewandert in der Technik. Aber gut. Ach ja, der hat auf jeden Fall eine Menge Ausdauer. Schreit uns an. Der hier. Oh. Oh Mann. Blase, das kann ich auch hier, ha? Ah, Mann, ich muss besser treffen. So wie er gerade. Autsch, autsch, autsch. Warte mal, wenn ich jetzt gleich hinterher. Hätte ich Glück. Komm schon, ich brauche einen Treffer. Nein! Echt jetzt. Das war so ein knapper Kampf jetzt. Kann doch nicht wahr sein. Ja, kriegst einen Tritt in die Leisten. Das ist halt das Fiese. So, wenn wir nochmal hier langanhaltend. Nee, das bringt mir nichts. Er greift eigentlich als nächstes an. Das machen wir mal so. Ja, nee, bleibt dabei.
Ah, Mist, ich habe ja schon wieder mit, dass meine Angriffssteiger reduziert wird. Ich hatte ja, dass meine Angriffssteiger reduziert wird. Och Mann, oh. Okay, wir dürfen als erstes angreifen. Das könnte uns zugutekommen. Ja, nochmal. Ah! Ja, meine Fresse. Puh, war das knapp. Die Kämpfe sind echt schwer. Meine Fresse. Ich habe auch gar keinen Bock noch mehr gegen die zu kämpfen. An welchem Platz sind wir jetzt? 3-6. Ganz knapp vor ihm. Wie gut ist ein Priest? Der hat viel Ausdauer. Beziehungsweise diese Zusatzfähigkeiten hat er eine Menge. Könnten wir uns anmelden? Also gegen ihn habe ich, glaube ich, noch eine gute Chance, würde ich mal fast meinen. Wir werden ja sehen. Wir werden sehen. Und, 11 Stunden ist es schon wieder soweit. Training. Langhandel müssen wir, genau. So, speichern. Wir können ja auch mal nicht antreten, hat er ja gemeint, aber ich will es halt nicht machen. Komm, na klar. Hier. Geht das nochmal nach oben? Steigt das überhaupt nochmal? Warum hängt denn das bei 18 fest? Hallo? Hätte ich hier was freischalten müssen? Achso, ich muss was beim Affen freischalten, wa? Ja. Da macht doch auch keinen Sinn, oder? Nee? Doch, da jetzt erhöht sich's. Oh Mann. Trainer, wir sind bereit. Bin ich mal gespannt beim Laufen dann, wie effektiv das dann wirklich ist. Ich habe keine Energie offenbar mehr. Sind das jetzt wirklich Stunden oder Tage? Aber nur der Wert, oder? Ja, noch 3 Tage. Okay. Da tritt man normal das Training, ne?
hole mir mal schnell was zu futtern. Wir haben ja kaum noch Geld. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Das sehe ich ja jetzt erst. Kaum noch Geld. Upsala. Ja, hat nicht gereicht, Mist. Das kommt halt, weil wir mal dann bei der Liga so herausfordern, ne? Mick will immer noch nicht mit uns quatschen. Hier doch, doch, doch. Ich bin der Nudelmann. Sehr schön. Es geht genau das hoch, was ich wollte. Wink, wink, wink. So, immer mit dem linken Fuß voran hieß es. Bin ich mal gespannt. Ah, doch, geht schneller. Scheint es zumindest. Einen Spaziergang machen wir noch. Donuts, wir brauchen Donuts. Eigentlich bräuchten wir Donuts, aber gut. Sehr schön. Der Dienst ist vorbei. Vorbei, 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 vorbei. Ach, bin ich doof, Mensch. Hier, extra Geld. Mein Booster ist inaktiv. Nein. Ja, ich bin immer noch vergiftet. Warte mal, genau, vergiftet. Apropos vergiftet. Kann ich denn mich entgiften? Das sollte ja eigentlich durchaus möglich sein. Thank you.
So, nee, nicht da den Autosave, sondern den normalen. Warte mal, die Mutter mussten wir doch auch noch mal reden, oder? Ach, die schläft da jetzt, oder? Ach, Mensch, Mutter. Oh, wie ich sehe, hast du dich vergiftet, mein Sohn. Denk daran, unser Körper ist ein Tempel. Wir müssen uns um ihn kümmern. Und ihn nicht zwingen, Scheibenwischwasser oder andere Chemikalien zu verdauen. Trink das, mein Sohn. Ich verspreche dir, dass du dich dann besser fühlst. Das schmeckt gut. Was ist das? Das ist ganz normaler grüner Tee. Die Wahrheit ist, dass in einer so technisierten Zivilisation wie der unseren grüner Tee wahrscheinlich schon ein uraltes Heilgeheimnis ist. Naja, es ist echt gut runtergegangen. Tut mir leid, mein Sohn. Wir haben keinen frischen Tee aufgesetzt. Komm, morgen. Achso, jeden Tag. Ach, das geht nur einmal pro Tag. Aha. So, Silver, komm, wir machen mal ein bisschen Training. Ich hab gewonnen, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Für das ist was, bringt das nichts. Skelligier ist ab 19 Uhr. Mann, Mensch, Mutter. Überall muss ich zu Fuß hin. Stimmt, hier waren wir noch schon lange nicht mehr. Ist doch Magnum, oder? Wir sind wieder kurz vorm Kampf. Ach, Manu. Das war ein Pentenmutter, hm? Huh? Immer noch. Meine Kenntnisse bei dir? Nö. Genau eine Stunde 10 noch. Ja, es liegt an den 5G-Strahlen. Mach ruhig weiter so, Mama. So, mehr als 20 gehen ja nicht. Aber schön, dass sie die auch nimmt, wenn ich nicht zu Hause bin, ne? Jeden Tag aufs Neue. So, zwischenspeichern. Der Kampf gegen Paradis. Priest. Wer ist Priest, ne? Harold und Kumar wird schon lustig. Chappy genauso. Oh Mann. Mal gucken. Reicht auf jeden Fall sehr häufig aus. Jetzt kann er nicht mehr ausweichen, weil er in den Seilen steckt. Ich bin gespannt.
Er ist jetzt erstmal nicht der schwierigste Gegner, muss ich mal sagen. Hätte ich andere ein bisschen schlimmer erwartet. Das Ausweichen ist halt nervig. Sehe ich nämlich gleich drei. Doing, doing, doing. Oh, was wie, das war's schon. Ging aber ratzefatze, oder? Der ist immer noch vor uns. Ich könnte aber auch gegen Kumar antreten. Gegen ihn zu gewinnen, das wird so eine Nummer für sich. Puh. Reflektiert 20% des erlittenen Schaden auf den Gegner, erhöht den erlittenen Schaden um 20%, aber. Gegen einen gut verteidigten Gegner, ja, aber ich will eigentlich eher angreifen. Also. Kumar ist jetzt so eine Nummer für sich, ey. Beziehungsweise Harold und Kumar werden es allgemein sein. Oh Mann. Echt kaum was hoch, ne? Gut, ich brauche hier erstmal Ausdauer. Ich speichere mal, würde mal gucken, ob ich gegen Kumar hier gegen Tibi schaffe. Ich zahle 413, um gegen den zu kämpfen. Weil ich wahrscheinlich so abseits vom Schuss gegen den bin, ne? Zeit fürs Training. Bevor wir aber trainieren, muss ich mit euch reden. Hey, danach haben wir die Hälfte, dann müssten wir wieder mit Mick vielleicht quatschen können, oder? Extra Geld brauche ich sowieso nicht. Ach ja, ist doch trotzdem schön, wenn man sich keine Gedanken ums Geld machen muss.
Achso, das reicht von der Zeit gar nicht mehr. Okay. Ah, da ist er. Weißt du was? Hey, Mick, warum erschreckst du mich so? Ein echter Kämpfer gibt niemals zu, dass er Angst hat. Selbst wenn er sich in die Hosen macht? Selbst wenn er sich in die Hosen macht, Kleiner. Jedenfalls, das ist noch so ein Ghetto-Typ, der in Schwierigkeiten steckt. Es gibt immer einen Ghetto-Typen in Schwierigkeiten. Diese Ghetto-Typen ziehen Schwierigkeiten förmlich an. Dann solltest du vielleicht versuchen, jedem Einzelnen von ihnen zu helfen. Das ist unmöglich. Stimmt. Aber das ist die Pflicht, die begabten und talentierten Menschen der Welt zu halt haben. Jeden armen Menschen zu helfen, den sie sehen. Aber nicht das Schicksal von Menschen mit materiellen Reichtum, sondern Menschen mit wahrer Macht. Menschen wie dir. Also gut, du hast mich überzeugt. Wo ist der Typ? Er versucht, Apus Laden auszurauben. Er ist ein guter Kerl, Kleiner. Halt ihn auf, bevor er etwas Dummes anstellt. Oh, Mann. Apus Laden wird ausgeraubt. Yay. Na, das wird ja lustig. Sollten wir aber vielleicht schaffen, oder? Ich weiß es nicht. Na dann, Apus Laden. Verdammt, schon wieder zu spät. Ich mache keine Witze. Nimm deine verdammten Hände über den Kopf. Ich verstehe, dass du nervös bist, aber bitte reiß dich zusammen, ja? Lass mich etwa aus? Ich habe hier alles kurz und klein kapiert. Gib mir das verdammte Geld. Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich kauf dir ein verdammtes Brot und verschwinde. Ich versuche, diesen Laden auszurauben. Okay, klar, danke. Aber warum machst du das? Was? Für Geld? Willst du mich verarschen? Kannst du nicht einfach einen Job finden oder so? Hör auf mit deinem blöden, positiven Denken, Mann. Du weißt doch gar nichts über mich. Bist du dir sicher? Ich weiß, dass du ein guter Mensch bist, der in Schwierigkeiten steckt. Hör zu, das Leben wirft uns um. Das ist klar. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir wieder aufstehen oder nicht. Du meinst, du musst nicht gleich einen Laden ausrauben, wenn du in Not bist. Es ist besser, um Hilfe zu bitten, um seine Probleme selbst und seine Probleme selbst in die Hand zu nehmen. Jedenfalls besser als Gewalt. Hm. Verdammt nochmal, Mann. Das ist so weise. Wer bist du? So eine Art Buddha? Hör mal, du solltest auf der richtigen Seite bleiben und anderen dabei helfen, es auch zu tun. Vor allem, weil es immer andere Menschen geben wird, die schon so tief drinstecken, dass sie keine andere Wahl haben, als zu stehlen. Aber du bist nicht so. Du... Bleib stehen, ihr kleinen Stinker. Ja, das ist ein Raubüberfall. Ach, verdammt. Ja, dann machen wir euch halt erstmal platt, ne? So, die Flitzpiepels zu besiegen war ja nur nicht das Schwierigste, ha? Huh? Hat der Eisenfäuste eigentlich? Sieht ziemlich so aus, oder? Da darf ich auf jeden Fall nicht gegenhauen. Wenn ich wäre. Oha. Eine Runde länger machen. So, die ersten zwei Runden vom Raubüberfall waren mal. Nee. Wo bist du dran, du Pfeifer? Das war knapp.
kann schon sagen, treffe ich auch mal. Meine Fresse. Verdammt, noch eins. Wir haben bekommen, was wir verdient haben. In der traditionellen Literatur triumphiert das Gute immer über das Böse. Vielleicht hätten wir das besser durchdenken sollen. Also, was denkst du jetzt? Dass dein Kampfstil einfach krass ist. Und das Böse scheiße ist. Und dass das Gute cool ist. Weißt du, ich habe nachgedacht. Ich will so sein wie du. Dann lass mich dir jemanden vorstellen. Hey Mick. Dieser junge Mann möchte sich uns anschließen. Warum denn? Weil ich gesehen habe, wie der drei Typen nacheinander verprügelt hat. Er hatte überhaupt keine Angst, während ich mir in die Hosen gemacht habe. Und dann hast du dir ja gleich deine erste Lektion gelernt. Ein echter Kämpfer gibt nie zu, dass er Angst hat. Sogar wenn er sich in die Hose gemacht hat. Willkommen im Team. Wir sehen uns bei der nächsten Trainingseinheit. Gut gemacht, Champion. Meinungswandler, yay. Bis später. Bis dann, Mick. Was macht er denn? Warum Läden ausräumen, wenn wir uns ein weiterer Schüler für Mix Fitnessstudio? Yay! ...15% mehr Trainingseffektivität. Nehmen wir noch mit. Und Freunde, wir sind doch leider mal wieder am Ende einer Folge angekommen, sehe ich gerade. Wir gehen nochmal was essen. Halt. Hauen uns aufs Ohr. Feuer. Polizeistation, wie lange dauert's? 45 Minuten. Genau 20 Minuten noch. Sehr schön. Und unser Fenster ist immer noch kaputt. Na super. Na dann, Freunde, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt Punch Club 2, dann werden wir bei der Polizeiarbeit weitermachen. Und mal gucken, bei welchem Geschehen wir eigentlich storytechnisch hier als erstes vorankommen. Liebesgeschichte. Wir brauchen die 5000 Punkte. Oder hier unten noch irgendwas, ne? Mal schauen. Wir werden es sehen. Ich sage noch ciao, bis dahin und schalte wieder ein.